So guys, welcome back to Paper Mario, let's play together und Link X2 ist noch einmal Gast in diesem Part. Ja, willkommen zurück, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, schön und ich habe mir offscreen ein paar Items geholt, nämlich ganz bestimmte Items und welche das sind, werdet ihr gleich sehen. Ich habe offscreen außerdem ein bisschen auf einer anderen Datei, auf einer kopierten Datei vorgespielt und erstmal fragen wir diesen eingekoteten grauen Shy Guy. Genau. Was willst du? Halte dich von der Schatzkiste fern, Kumpel. Idiot. Es geht um mir, Alter. Lege dich nicht mit mir an. Natürlich kämpfen wir. Du willst kämpfen, Alter, ey. Ich will das nicht machen, ey. Meine Mama kommt gleich und ich weiß nicht, ob sie will. Aber ja, gegen mich hast du keine Chance. Herzchen. Bist du sicher, dass du kämpfen willst? Ey, bist du ein Feigling oder wie oft muss ich dich noch fragen? Wie? Nun ja, wie du willst. Ich nehme ja jede Herausforderung an, ne? Ich bin ja auch ein Opfer und ich hab keinen Bock. Jetzt geht's rund, Kumpel, und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, aber meine Oma kommt gleich von dünner Bude. Okay. Ja, der Boss ist ganz besonders. Er hat Superkräfte, sag ich mal. Er zieht einem mit einem einzigen Angriff bis zu 12 Schadenspunkte ab. Und wenn wir jetzt halt die Felsmütze einsetzen, dann sind wir geschützt. Und ich werde mich jetzt immer mit Skumbario aufladen und ihm an dem Ende angreifen. Ich glaube, der hat auch über 50 HP oder so. Ich weiß es nicht mehr. Gut, also, ja. So, es könnte jetzt ein bisschen Zeit brauchen und ja, dort. Also es geht jetzt mal so weiter. Also ich sag mal so, also ich fand diesen Gegner, ich glaube, ich von meiner Meinung her oder was ich damals noch weiß, ist glaube ich, dass man ihn gegen, heißt es, mit diesem neuen Partner besiegen kann nur, aber ich glaube, du hast was sehr Außergewöhnliches vor. Ja, ich denke mal, dafür sind diese Felsmützen-Items ja auch da. Mario kann ich angreifen. Muss er auch nicht, ich kann mich mit Gumbario schön hoch aufladen. Solange du überlebst, ist das doch super. Ja. Jetzt kommt der Typ auch noch an, das ist noch perfekt. Ach gut, ja. Ich reduziere den Schaden nochmal, also ich krieg jetzt weniger als gar keinen Schaden. Ich krieg HP dazu, ne? Nein, Spaß. Das wär's. Aufladen. So Error, Game Error, weniger geht nicht, Schaden, scheiße. Direkt beim Endboss, ne? Ja. Klar. Das Geile ist, dass dieser Stein wirkt 3 Runden lang und das geht schon ganz schön hart. So, Felsmütze nochmal, das ist die letzte. Lol. Das Schaukelpferd im Hintergrund ist epic. Ja, das ist nice. Aber es soll einen auch ein bisschen ablenken, dafür sind ja auch die Hintergründe hier so gemacht worden. Und ja, der Hintergrund sieht schon so ein bisschen wie 3D, sag ich mal, aus. So, ja, fast. So ein Hauch. Und deswegen kann ich das mir gut vorstellen, dass sie das gut in beim 3DS umsetzen können, mit diesem 3D-Effekt. Ja, das denke ich auch. Weil dieses Klapphinterbuch hat ja Vordergrund- und Hintergrundobjekte, gerade bei Paper Mario ist das so. Und ich finde, ich sag mal so, also, ich finde, du wirst sehen, solange du dein, wenn du zum ersten Mal Paper Mario 2 zockst auf den GameCube, du wirst sehen, die Bühnenshow ist richtig geil. Du hast Zuschauer, die zu dir stehen, die dir manchmal blöde Sachen überwerfen, aber die auch Pilz und so bewerfen. Da hast du Sachen, die du, das ist geil, wirklich. Geil. Also kannst dich wirklich auf das Paper Mario freuen, das ist tausendmal besser als für die Wii. Ja, also für die Wii, das war ja sowieso so ein Einzel. Ja, das war so ein neues. Keine Ahnung. Ja, ich mache ja jetzt mit Mario einfach nichts. Ich will nämlich gleich mit Gumbario voll angreifen. Also mit voller Epicness. Ich sag dir nur eins, du kannst auf jeden Fall so sehen. Freu dich auf jeden Fall auf dieses Spiel. Du wirst nach dem Spiel sehen, das wird bei dir auf ganz oben stehen, wirklich. Okay, ja, kann sein. Ich. Wow, dein Gumba ist aber jetzt wirklich What? What the fuck? Ich sag doch, der ist extrem, oder? Der Typ geht ab! Ich glaube, du musst ihn jetzt. Und. Er ist tot, Batsch! Bist du gut sein. Batsch! Tot ist er! Yeah! Yeah! Leider noch kein Level up, aber das haben wir dann in Kürze erreicht. Das ist nicht schlimm, wir haben den Typ besiegt, Mann. Das war einer der wichtigsten. Lässt noch nichts mal droppen, ne? Und ja, die Belohnung ist der Kraft Plus Orden. Nicht eine Münze, wie man vielleicht dachte. So. Der Kraft Plus Orden macht euch bei jedem Sprung, bei jeder Attacke ein
Punkt mehr Schaden bei den Gegnern. What the fuck, der macht 6? Oh. Oh, ja, der braucht 6 Stück. Aber... Also beim nächsten Level ab wirst du mal Orden holen. Ja, ja, mache ich auch sowieso. Denn, dann kannst du die andere aktivieren und den auch aktivieren lassen. Also. Welchen aktiviere ich noch? Tun wir nicht. Den. Oh, Power Hour. Power Hour, nee, der ist nicht so gut. Erdbeben. Den hier, da hat man vielleicht noch ein bisschen Luck, deswegen mache ich den. Gut, ihr habt gesehen, das war epic hier, so, aber erstmal wechsle ich wieder zu... zu wem wechsle ich? Zu Bu? Nein, ich würde mal die Bombette nehmen. Bombette? Ja, die Bombette ist besser für die Shy Guys. Meinst du? Ja, gut, ich kann es ja mal ausprobieren. So, genau. Erstmal mit einem ersten Griff geht's jetzt hier weiter. 3 Schaden. Nice. Und nochmal 6 Schaden. Yeah! Yeah! Lol. So, was kann Bombette nochmal? Ja, der hat schon geile Attacken. Nee, hol kein BP verbrauch. Ach, das Blöde ist auch, mein A-Knopf ist seit dem neuesten kaputt hier. Also mein Gamecube-Controller. Da kann ich also nicht mehr schnell drücken. Ich kann so schnell drücken, wie ich will. Das hat keine Wirkung mehr. Sieht leider nur 2, aber du musst... Alter, was hat der jetzt gemacht? Hä? Ey, Mario schläft ein. Toll, schläft er mitten im Let's Play ein, ey. Unverschämtheit. Aber der macht ihm gar nicht so viel Schaden. Also Bombette macht... ja, ich habe gedacht, weil wenn es mehrere sind, kann ich, glaube ich, mehr auf einmal... Doch, das sind 3 Schaden jetzt. Alter. Aber gut, ich habe jetzt nur Nook. Bombette, Body Slam. Also wenn deshalb, guck mal nachher auf die Attacken, für die auch viel mehrere zählen. Weil ich glaube, du kannst mit einer Attacke, mit der Powerbombe, glaube ich, alle auf einmal mit 5-6 Schaden treffen. Das glaube ich, das war. Ah, das kann sein. Gut, ich mache noch 2 Sternpunkte bis zum Level Up. Jo, richtig. Ich werde jetzt trotzdem erstmal Bu nehmen, die kann nämlich mit einem Zug 5 ziehen. So, hier gab es eine Münze, kennen wir inzwischen schon. So, und jetzt müssen wir den Gegner besiegen, der hier was geklaut hat. Also, beziehungsweise müssen wir gar nicht, glaube ich. Also, ich würde mal den Pilz nehmen, den Taschenrechner musst du nehmen. Hol alles. Versteck dich doch nicht dahinter, du Obdachloser. Der braucht gar nicht so tun, da leiden. Batch. So, die machen wir fertig, direkt. Kaputt. Kann ich mir gleich ein paar Items aus? Oh, die sind schon, der ist schon am Arsch. Ja. He's dead. So, jetzt machen wir dennoch keine Ohrfeige. Jawohl. Yay, der müsste auch tot sein. Schon allein durch den Erstangriff. Nein. Oh nein. Er hat kommt der mit seinem Imbassprung. Oh my fucking Gott, geht jetzt der ab. Jetzt haben wir sowieso ein Level up, ne? Nur mal so nebenbei. Also Orden benutzen. Hol Orden, damit wir ein paar andere... Ja, natürlich hol ich mir Orden. Ist wichtig, Orden. Das ist immer sehr wichtig. Nee. So, Level up, HGW. Oh, yay, thank you. Yeah. So, wir haben den Bluffs Taschenrechner erhalten. Taschenrechner erhalten für irgendeinen Typ, den wir nicht kennen. So, gibt's vielleicht hier noch ein paar versteckte Blöcke oder so? Ja, hol diesen Sack noch mit. Hol einfach alles mit. Eigentlich damals was? Moment mal, ich hab's im Kopf, dass da noch was war. Gut, was meinst du? Hol diese ganzen Items noch mit. Alle? Ja klar, natürlich, man. Nicht alle. Meine Pilz braucht man nicht, aber was denn? Braucht man die eigentlich, die 6? Diese Dinger, das ist Backpulver. Ich hol mir noch die Blume. Die finde ich praktisch. Zieht zwar nur 3. Hey, ich dachte, der Backpulver braucht man für irgendeine Frau, die das. Nee, ne? Braucht man nicht. Dieses Backpulver, das gibt dir, glaube ich, 5 BP. Ach so, das ist für dich nur. Okay. Naja. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie von der Kochfrau oder so. Kochfrau. Ah, nee, die hat ja diese Pfanne verloren, ne? Was hat die verloren? Der wurde doch der Pfanne geklaut, oder? Die Pfanne, glaube ich. Ja, die Pfanne war das. Genau. Ja. Oh, er lebt noch. Episch. Und der kommt nach Imbassprung und... Getroffen. Oh, wie hart. Ich könnte ja verrecken hier, ne? Findest du nicht auch? Shy Guys von diesen Lois, Mann. Nee, Shy Guys war noch nie mächtig. Nee, die waren die immer... Die klauen gerne und mehr tun sie aber auch nicht. So, Blume her. Nee. Weil ich denke, also mal, wenn da so massenweise Gegner sind, kann man damit gut angreifen. Bei dem Paper Mario finde ich irgendwie der erste und der zweite Dungeon der dummste Dungeon. Weil ich finde das einfach nur langweilig irgendwie. Welche? Erste und zweite? Der erste und der zweite. Weil der erste in der Brock gefällt mir jetzt nicht so. Und der zweite in der Wüste hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Ja, auch nicht, das stimmt. Also, das der hier ist ganz interessant, finde ich. Ja, ist epic gemacht. Alles mit den Wüsten und so. Aber das ist einfach. Das ist so nervig, diese. Wüste, die so verirrt. Ah, hör auf. Scheiße. Hallo, was redst du da? Na gut, wir können auf jeden Fall hier in den Laden jetzt gehen.
Und wir haben ja am Ende des letzten Parts noch einen Schlüssel erhalten. Und der Schlüssel war für diesen Toad hier. Oh Mario, du bist es! Ein Shaker hat meinen Lagerschlüssel gestohlen! Und ich muss ihn noch mal mein Gesicht rasieren! Ah ne. Gesicht. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann! Ja, schön, wenn du dann schlafst. Was soll ich jetzt bloß tun? Asi, ey. Lagerschlüssel. Steck dir das Maul. Toll, Mario, du hast es geschafft! Du hast meinen Lagerschlüssel wieder beschafft! Wow. Ja, du hast es geschafft, ich müsste in meinem Mund zu stecken. Du bist meine Existenz gesichert! Du hast meine Existenz, oder was? So, ich mach das auf. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst aus meinem Lagerraum. Das ist ein kleines so Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder geschafft hast. Kein Problem. Ist das schon irgendwie logisch, ne? Der meinte, wenn er nicht in den Lagerraum kann, dann kann er, hat er nichts, wie heißt das? Dann kann er nichts anfangen mit dem Laden. Jetzt klaust du dem alles aus dem Lagerraum, hat er immer noch nichts. Ich weiß, ich nehme einfach alles mit hier. Ist so unlogisch, echt. Lol, ich konnte nur noch alles mitnehmen, aber es lag ja gerade daran, weil ich das Dings-Item da verbraucht habe, diese Steinmütze. Ja. Naja, ja, das war schon gut, das war schon geil gemacht, ja. Das war wirklich gut, ey. Ja, und bevor wir jetzt weitergehen, will ich nochmal hier die Stadt besuchen. Und zwar geht ihr zu dem Ordenladen. Hier zu dem Ordenladen, den kennen wir ja alle. Und da bringen wir sie ihm seinem Taschenrechner zurück. Ja, hier hast du einen Rechner zurück. Und Rechner halt voll riesig, nur größer als der selbe. Das ist mein Rechner. Das ist mein iPad. Schleichwerbung. Psst. Du sagst, du hast ihn den Shaker wieder abgenommen. Ja, geschieht ihm recht. Ich kann den Laden wieder öffnen, Alter. Geil, ey, oh Mann. Ey, wie kann ich jemals wieder gut machen? Ich weiß, nimm das hier. Das ist ein ganz besonderer Orden. Setz ihn weise ein. Ein Spionorden zeigt an, dass eine versteckte Falte in der Nähe ist. Und er zeigt auch an, wenn Sternsplitter in der Nähe ist. Das ist wichtig. Aber wie machst du den Merlin, oder wie der heißt, dahinter? Der ist traurig. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt hier ins Postamt. Ein Dieb! Ein Shy Guy! Die klauen auf. Ja, logisch! Und ich weiß auch schon, wohin der Shy Guy flieht. Bevor wir jetzt mit dem Abenteuer fortsetzen, übernachten wir nochmal. Hier ist auch noch einer im Bett, wir können noch nicht schlafen, wir müssen ihn angreifen, er haut ab. Und Todd lässt uns jetzt hier pennen. Und tschüss. Bis zum nächsten Part. Viel Spaß. Bei Paper Mario 2 musst du, glaube ich, das bezahlen, ja. Ja, fürs Bett. Ja, fürs Schlafen, das ist irgendwie so ein Hotel, glaube ich zumindest. Sogar die Tod sagen dann, hey, du musst bezahlen. Naja, wir machen uns wieder auf den Weg zum Dungeon und melden uns dann wieder. Naja. Das wird ja weggekartet, ne? Naja. Okay. Aber ich muss gar nicht ins Dungeon, ich muss hier vorher. Aber trotzdem cutte ich das raus, das ist unnötig. Ja. Dann werden wir im Dungeon ja dran sind. Ja. So, bevor es jetzt weiter in den Dungeon geht, wie ich das gerade eben gesagt habe, müssen wir hier die Spielzeugbahn in die Schachtel werfen, die wir gleich reinspringen werden. Und jetzt passt wir können die nächsten Episoden. Kommt da so ein Zug aus? Patsch, patsch! Ey, die wundern sich noch nicht mal. Kommt auf einmal so ein Zug vom Himmel. Klar. Ist auch so ja. Logisch. Alter, geil gemacht. Geil gemacht. Gut, jetzt können wir also mit dem Zug weiterfahren. Und steht nichts mehr im Weg. Der Fall richtet sich. Nach rechts. Und ja. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Dieser Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Ja, logisch. Der Personenverkehr ist wieder in Betrieb. Also kannst du jetzt für 10 Euro mitfahren. Bitte benutze die Schalter vor jeder Haltestelle, um die Fahrtrichtung des Zuges zu bestimmen. Und bezahl immer noch die 10 Euro. Weißt du nur, in welche Richtung du fahren willst? Ja, nach rechts. So dumm. Sag mir bitte nochmals Bescheid, wenn du dir sicher bist, alles einsteigen. Okay. Ja, wir wollen nach rechts, nicht nach links. Denn bei links ist eine Schiene kaputt. Ich würde mal weiterfahren. Wie doof ist der eigentlich? Tolle Frage, ey. Nicht einsteigen, wenn ich das so... Oh Gott. Wir fahren los, alles einsteigen. Wir fahren jetzt irgendwelche Goombas tot. Um. Goombas auf der Strecke. Oh ja.
Super, der Zug erinnert mich irgendwie ein bisschen an Mario Party. Frag mich nicht. Ja. Oh, geil. Okay, das war eine interessante Fahrt. Ankunft, pinker Bahnhof. Willkommen am pinken Bahnhof. Yeah. Okay. Oh mein Gott. So, auf geht's. Speichern. So, wir schauen erstmal hier. Ach, das ist eine Kiste Gold. Yeah. Ist eben eine Münze drin oder sowas. Nee, kostenlose Münzen. Ah, nee. Ach, der Briefbeutel, den wir gerade... Ja, ey, klar. Wie dumm sind die Shy Guys eigentlich? Sie klauen das, den Geldbeutel und tun ihn in hier eine Truhe. Der wusste gar nicht, wer da war. Null. Oh Mann, Schatztruhe versteckt. Komm her! Er ist ein Griff. Die sind auch so hohe Typen. Ach, der ist angestiegen. Oh Alter. Gott, guck mal hinten, der ist schwul, der hat ein Herzen. Der ist wirklich übertrieben. Das ist Reedy. Oder Reedy. Boah, ey. Das ist doch so. Yay, wir killen ihn. Oh nein, er lebt noch. Nee. Der kann nicht angreifen, der kann gar nichts eigentlich. Nur selbstverliebt. Ja, das mag vielleicht das Herz darauf weisen. Man weiß es nicht. Richtig. So, Buhu greift nochmal an, ganz schnell. Oh, Massenattacke. Lol. So, du hast mich betrogen, du Sau. So, Backpfeifen gegeben. Was, der lebt noch? Aber gut, ist mir. Ja, den haben wir noch gar nicht getroffen. Ja, nur einmal jetzt mit Buhu. Ja, und gut. Jetzt nochmal mit Mario. Yeah. Sternpunkt. Yeah. Nur 4.4 live verloren, das war doch mal eine erfolgreiche Runde. Keine, so, hier gibt's nochmal Münzen. So, was kommt jetzt noch aufs Ziel? Hier drauf, hier rüber. Aber ich will erstmal auf die andere Seite, vielleicht ist da noch was Praktisches. Genau. Achso, ich muss, glaube ich, auch runter, oder? Ja, kann sein. Ja, du musst noch, geh nach links, dort, da war eine Schatz. Ich weiß, aber wirklich gibt's hier nicht noch was, hier so einen versteckten Block oder sowas. Ja, das sieht hier voll auffällig aus, oder? Ja, ja. Aber ich kenne das noch, hier ist so eine Drehtür und wenn der Shy Guy jetzt da rauskommt, gehen wir rein. Yeah. Hauptsache, da kommt schon der nächste. Eine Münze, wow. Und wir wechseln zu Cooper. Frag mich nicht wieso, ich hab Bock dazu. Hier gibt's noch eine Truhe. Eine Truhe. Ein paar Eispower-Orden. Yeah. Feuergegner um 2. Und ein Fuzzi. Fuzzi! Mario, okay. Das war ein bisschen laut. Das wird lustig. Ja, das wird lustig mit dir. So, ich wechsle mal zu Cooper. Oh Gott, 4. Aber die sind so leicht. Ah, die sind voll low. So, klappt mal weg. Klappt mal alle weg. Yay, danke schön. Leute, die sind wirklich alle tot. Geil, oder? Fail. Yay, wir kriegen wenigstens noch ein paar Punkte. Münzen, wenn schon keine Erfahrungspunkte. Oder ist wieder irgendein Obdachloser drin? Oh, hier ist die Bratpfanne von unserer Koch-Obi. Ich wusste, dass diese Pfanne da war. Pfannenwender, Pfannenwender ist was anderes. Pfannenwender ist damit, wo man die Pfanne benutzt oder sowas ähnliches. Nee. Da gehst du Pfanne rum und sowas, glaube ich. Da wendest du die Sachen drin. Jetzt gehen wir noch diesen einen Weg daher. Ja, nach oben. Hier... Ich weiß nicht, was da oben ist, aber wir schauen einfach. Eine Schatztruhe ist da. So. Hab ich euch gesagt, da war noch eine. Ah, scheiße. Ey, das war voll unrealistisch. Der hat mich gar nicht getroffen. Oh, der Assi, ey, hat dich getroffen. Alter. Och, scheiße. Sternenwind for the win. Yeah. Jetzt echt keinen Bock auf euch. Geht wieder mit euren Bauklötzen spielen, die im Hintergrund sind. Yeah. Wie bei der Super Nanny. Los, haut eure Bausteine raus und spielt wie normale Kinder, nicht wie so Asoziale. Gut, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Das habe ich gerade eben abgecheckt. So. Nice. So, und was ist eigentlich hier drin? Wahrscheinlich wieder irgendein Item. Ein Orden, verteil... Ey, jetzt wirklich? Das ist geil. Geil! Also heißt das, dass ihr mir jedes Mal einen Punkt weniger Verteidigung macht oder so? Wie die anderen auch. Das ist geil. Was brauche ich denn überhaupt dafür? Du hast noch 3 Punkte für übrig, du brauchst nur einen, ne? Verteidigung plus, der braucht 6 Stück. Ach du Scheiße, das ist übertrieben, das kannst du nicht machen. Also, dann brauche ich noch 2 Punkte. Ich nehme den Schlag plus raus und den... Schlag bloß weg.
einen. Power Dots ist ja gut. Was macht der Zeitmann? Den Schrumpfer weg. Jetzt habe ich 6 übrig. Ja, dann werde ich schon mal machen. Wir kommen immer noch Errungenschaften. Ich habe diese ganzen, ich habe KP Plus an, ich habe BP Plus an, ich habe Kraft Plus und Verteidigung Plus an. Das ist eigentlich das Beste. Zudem habe ich jetzt noch diesen, wenn man das Action Commander richtig. Aber du kannst lange und tief nach dem Boss, also wenn du vor dem Boss bist, kannst du ja auch die Orden gerade auch umwechseln für den Kampf, weil du kriegst ja eh keine BP Plus Plus oder sowas, was weiß ich. Das wäre ein bisschen unnötig. Da tust du einfach für den Endgegner. Tust du einfach diese Stärke, zum Beispiel Hammerattacken und sowas rein und zum Beispiel so wie, was weiß ich, keine Ahnung, halt einfach die Orben ein bisschen wechseln, wenn du im Bosskampf kommt, weil der verliert ja eh keine BP am Schluss. Ja, hast du ja. Das ach, das war doch dieser mit dieser ganzen Truppe da. Richtig, FS, ja. Ne? Ja, okay. Ja, genau. Gut, guys, wir sehen uns gleich in Toadtown wieder, denn da ist es wieder. Also genau. Ist noch ein Stück bis dahin, würde ich sagen. Bis gleich. Bis nachher. Welcome back, Hisbub. Willkommen zurück, Leute. Und wir sind hier wieder in Toadtown. Das hier ist ein bisschen so mit Toadtown und wieder ins Level gehen verbunden. Oh, heulst du. Hat sie Locken? Sind das Locken? Nein, das sind Haare. Oh, du Schatzi. Ah, ne, das sind Haare. Lol. Bartarö. Ja. Danke, dass du mich besuchen kommst, aber ich fürchte, ich kann jetzt nicht kochen. Es tut mir so leid. Ja und? Mein Mann hat mein Senfglas aufgefuttert, deswegen habe ich auch so einen gelben Kopf. Aber eigentlich hast du mir da mal in Mario Sunshine reingepinkelt und da ist jetzt Urin drin. Und meine gute alte Bratpfanne wurde von einem Scheigei gestohlen, das bricht mir das alte Omi-Herz. Bratpfanne. Sollen wir eine überziehen mit der Pfanne auf dem Kopf? Mario? Sollen wir? Ja. Oh, danke Mario, meinem Kopf geht jetzt wieder besser. Herzchen. Danke, ich hatte schon immer gehört, ich bin ein bisschen vergesslich. Dafür werde ich dir etwas ganz Episches zubereiten. Was ganz Episches? Vom Ausdicken. 700 Jahre später. Oh, da ist zu viel Kram dabei. Jetzt kannst du deinen Kuchen jetzt nicht mitnehmen. Och, halt's Maul, ey. Gib mir und wieder, wenn du ein paar Sachen durchgeworden bist. Ey, Oma. Bah, die nennt die Schatz, Alter. Bist du mit der Achtung? Das stimmt. Ey, was macht, Cooper da? Dankeschön, dass du ihn nicht selber aufgegessen hast. So. Ja, ey, hör auf zu reden, nimm mal diese Herzen. Alter, laber keinen Scheiß und mein Gott, ey, du hast deine Pfanne wieder, also freu dich doch. Das wär's jetzt. Weil ich glaube, wenn man den Kuchen jetzt isst, denn wir brauchen ihn gleich, storymäßig und kapitelmäßig und so. Wenn man jetzt nämlich den Kuchen, glaube ich, isst. Hat man gefällt. Braucht man, glaube ich, dieses Backpulver. Oh, ups, wir sind zu weit. Backpulver oder so, um dann weiterzukommen. Ja, genau. Da muss man sich nämlich einen neuen Kuchen backen lassen. Ich habe jetzt befürchtet, dass sie den Kuchen aufisst in der Zwischenzeit oder irgendwie sowas. Aber gut. Ja, wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder, wo wir vorhin waren. Genau, bye bye. Wieso verspreche ich mich immer? Keine Ahnung. Ist doch nicht schlimm. Doch, ich verspreche mich immer. Ach Gott, das ist kein Ding, Junge, das ist doch nicht schlimm. Der Caleb, wenn der bei Geikern immer dabei ist, dann der verfrischt auch die ganze Zeit. Aber das ist wirklich normal in Display. Man will irgendwie das vorgegebene sagen und so. Das ja, man will einfach perfekt reden, aber dann wird's nicht. Nicht perfekt reden, aber man will alles reinbringen. Man in dem Moment konzentriert man sich auf das Spiel wie jetzt gerade und guckt, was da passiert und dann weiß man nicht mehr, was man sagen wollte. Genau. Also. So. Ja, willkommen zurück! Ja, willkommen zurück. Du fängst nicht schon wieder an. So, willkommen zurück. Jo, wofür jetzt der Kuchen, denkt ihr euch wirklich? So. Ja, wir sind jetzt hier links weitergegangen. Oh nee, da hinten, den ich im Background schon gesehen habe, das ist schon wieder das größte Assi-Arschloch oder was man jetzt. Och nee, nicht die. Erster Angriff mit Cooper. Wir kommen ja, wir kommen von wie aus der Insel hier in den Dungeon. Da gibt es ja noch einen Dungeon auf der Insel.
Ja, das ist Yoshi's Island. Ja, das ist mein Lieblings-Dungeon, ey. Ja, meins auch. Ich liebe auch die Musik. Das ist einfach episch gemacht. Die Musik ist geil. Boah, evil. Also da will ich jeden Part dabei sein, ey. Anzug vielleicht. Aber es müssen auch wieder andere Personen hier dabei sein. Also natürlich. Andere Gäste. Ich hab grad übelst genuschelt, oder? So, weil... Egal. Wieso hat man als Gegner Blumen auf dem Kopf? Ah, jetzt kann ich keine Ahnung. Alter. Reedy, lass es. Simon. Also nichts gegen dich, Simon. Du bist geil, Simon. Schau mal, Simon ist so geil. Leute, abonniert Simon, Mann. Oh, gut, Gott. Ihr kennt ihn ja sicherlich. Ja, natürlich, jeder kennt Cybel, Alter. Oh! What the fuck? Was bist du? Alter! Maurice ist da. Okay, das hat beleidigt. Nenn mich Hacker Gummigeil. Ich bin voll fett. Aber die meisten versprechen sich und sagen immer Gummigeil zu mir. Ich will nur ein gewöhnliches Zeige mit einem Füllebe und das Essen. Sie aus wie ein Hüpfbock. Teufel, ich bin hungrig. Wie sind meine Mäckis-Bestellungen? Dem müssen wir jetzt einen Kuchen geben. Nam nam nam. Nein. Oh, köstlich. Das ist so episch. Oh mein Gott. Jetzt explodiert der. Ja. Der muss erstmal groß auf Klo. Moonjump! Yay, du Cheater! Moonjump! Der hat Toilettenpapier verloren. Nee, es war ein Kochbuch, wofür auch immer das ist. Und vielleicht gibt's ja noch was. Versteckten Block oder sowas. Ganz ehrlich, hier hätte man noch einen versteckten Block hin tun können oder so. Oder hier oder so, keine Ahnung. Ja. LOL! Das ist wirklich was. Was ist das? Super, super. Ah, 5 BP, aber trotzdem episch. So, weiter geht's. Warte, was wollte ich nehmen? Bombette, ne? Wollten wir nehmen. Ja. Gut, jetzt habe ich hier gedrückt, aber... So, wechsle ich. Bombette! Yeah! Das ist bombastisch gut. Warte mal. Hier kann man nämlich ihre Power-Attacke als Erstangriff nutzen. Oder? Das ist gut. Okay. Powerbombe. Ach, A, so schnell. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, ob das funktioniert, weil mein A-Knopf ein bisschen doof ist, aber ihr hört's ja. Aber gut. Ey, funktioniert wieder! Episch! Nice! Epic! What? Das war eher Luck. Siehst du, wie der abgeht? Ach nee. Weil der Flammentyp ist eh der Übelste. Weil eigentlich ging eben mein A-Knopf nicht mehr richtig. Ich konnte den zwar betätigen, aber. Boah, hast du gesehen, der hat die keine Chance. Der Adruck hat nichts mehr gebracht. Das war nice. Und der ist auch im Arsch. Yeah! Nice Kampf! Yeah. Ja, richtig geil. Aber gut, dass du mir Bombette vorgeschlagen hast. Ja, das ist halt auch ein. Zauberer of the Will. Oh, da kommt er schon wieder. Der ist cool, der Typ, ey. Vincent! Wir sind yeah. Reich. Yeah! Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 137 schon wieder. Vincent! Moment! Das sieht voll verdächtig hier aus, oder? Ja, ne? LOL, ich hatte recht! LOL, zweiter versteckter Block, aber ich brauch das Ding nicht. Ich hab schon so einen. Ich will den nicht! Da oben drauf, geil. Da kommst du gar nicht mehr drauf. So, und jetzt sind wir immer noch nicht am Ziel, hier kommt noch ein Gegner. Oh ja, wie ein Opfer. Alter, wie kann der rennen? Alter, wie der abgeht. Warte mal, ich hab mir jetzt einen Trick vor. Yay, triff! Yay! Bad! Jawoll! Er lebt zwar noch, aber egal. Sex. Ja, natürlich, aber es war viel. Multisprung! Bam! Bam! Der erste schon mal Death. Bam! Der zweite fast und der dritte auch fast. Das Schlechte mit Bombette ist, dass man halt die Gegner am Boden nicht, in der Luft nicht treffen kann. Ach ja, das ist nicht so schlimm. Dafür ist der Mario zuständig. Ja, gut.
Ich werde dir da auch, glaube ich, vom Bette. Den Stein habe ich gar nicht gesehen. Bei den Zwischenboss empfehlen. Wer ist nochmal der Zwischenboss? Also dieser mit der Taschenlampe, der Lampe da. Ah, ich glaube, ich erinnere mich leicht. Bin mal nicht mehr so sicher. Ja? Tod! Wer war das? Keine Ahnung. Irgendein Hater von mir. Yay, Punkte und alles mögliche Münzen. Ey, eine Münzbox. Oh ja, yeah. Wieder reich. Wir werden immer weiter reicher hier, Mann. Ja, wir werden immer reicher. Warte, was sind das für Gegner? Hatten wir die schon? Ja. Alter. Und, Alter, was geht der ab? Der geht wirklich ab. Ah, lass den mal einfach in Ruhe. Ein Schalter. Gut, sorry, das war jetzt nicht absichtlich. Ey, ganz ehrlich, Mario könnte hier ganz einfach drüber springen. Ja, wenn ehrlich bin, ja. Luke. Oh ja, jetzt geht die... Ja, logisch. Das dreht sich. Wer hat das gebaut? Ja, klar. Typisch wieder dieses Land hier. Gut. Ah, weiß ich. Der ist so schnell, der Typ, der ist so schnell. Aber mach die Powerbombe von ihm, dann sind alle direkt am Arsch. Direkt? Ja, ja, alle am Arsch sind die. Weil die ziehen bei dem 7, bei den Feuer. Yay. Bei den anderen nur 6. Was, 7? Hab ich ja gar nicht alle, geachtet. Alle der, guck. Yay. Das war eben auch der Fall. Ja. Geht auch ganz schnell. Ja, das ist episch. Ja. So, und ich weiß zwar nicht, wie lange der Part ist, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder in dieser Spielzeugschachtel. Und ciao. Bis dann, Guys. Bis dann, Guys.